Hallo Leute, also wir sind zurück nach New Reno gefahren und ich werde hier jetzt mal Eldritch seine Laserpistole geben. Und ich habe übrigens nachgeschaut. Man bekommt tatsächlich keine XP dafür, außer die 500, die wir bekommen haben, um das Robo-Brain zu aktivieren. Ansonsten gibt es keine XP im Sierra Army Depot. Was ein bisschen enttäuschend ist, aber okay, soll sein. So, Eldritch, ich nehme nicht an, dass du was hast, was uns interessiert. Ich meine, wir könnten dir dieses ganze Bullets abkaufen. Aber eigentlich sind wir eher auf dem Weg in Richtung. Ich meine, es ist egal, wir haben so viel Geld. Was ist zum Beispiel mit diesem Necklace hier? Oh wow, das ist nicht mal genug. Perfekt. Nicht, dass wir den Small Gun Skill bräuchten, aber wir brauchen auch das Necklace nicht. Brauchen auch die ganzen Red Eggs nicht. Es ist ziemlich egal. Wir haben so viel Geld. Ähnlich wie in Fallout 1 lange Zeit. Oder ich glaube, mir persönlich kommt es so vor, als wäre es sogar noch extremer als in Fallout 1. Dass man sehr, sehr lange wirklich gar kein Geld hat und dann auf einmal so viel, dass man es nicht mehr ausgeben kann. Und ich werde hier kurz mein Auto umparken. Weil wir jetzt in einen anderen Teil von Urina schauen werden. Irgendwie hat man da keine wirklich gute Balance gefunden zwischen den beiden. So, wir sind hier bei den Wrights. Wir werden aber Mr. Wright nicht sagen, dass wir einen Zugang in die Militärbasis gefunden haben. Ansonsten macht uns nämlich zu einem Made Man der Familie Wright. Im Endeffekt, wenn wir das gute Ende anpeilen, sollten wir die Wrights an der Macht lassen. Vielleicht entscheiden wir uns aber auch für die Bishops. Noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, sobald wir Made Man einer Familie sind, können wir keine Aufträge mehr von den anderen Familien kriegen. Deswegen heben wir uns das mal auf. Reden stattdessen mit seiner Frau, die uns erstmal für einen Trottel hält, weil wir nicht aus New Reno sind. Und jetzt reden wir mit ihr darüber, dass ihr Mann. Und das ist ein Wissen, das wir von Jules haben, für den Alkohol in der Stadt verantwortlich ist. Und sie weiß es vermutlich schon die ganze Zeit. Sie glaubt, ihr Mann hat alle Distilleries aufgegeben, aber es ist zu vermuten, dass sie trotzdem weiß, woher der ganze Alkohol kommt. Und wir sagen, wir helfen ihr. Tomorrow morning sollen wir sie vor der Kirche treffen. Und das ist ein Dialog, der in sehr vielen Instanzen dazu führen kann, dass Mrs. Wright nicht mehr mit euch redet. Deswegen habe ich mir nochmal genau angeschaut, was für einen Dialogpfad man da nehmen muss. Aber jetzt können wir uns auf jeden Fall am nächsten Morgen vor der Kirche mit ihr treffen. Und das Business ihres Mannes sabotieren. Und das ist Mr. Wright vollkommen egal. Also das hat keine Auswirkungen auf eure sonstigen Abkommen. So, und wir werden diese Zeit nutzen, um hier scheinbar mal kurz überfallen zu werden. A Traveler. Es gibt einen Traveler, der uns die Location der Environmental Protection Agency sagen kann. Where are you headed? What do you do? Odd jobs. Okay. Ich glaube, das ist immer ziemlich random. Vermutlich hat es leicht mit der Location zu tun, an der ihr euch befindet, aber die EPA wird sicher eher seltener sein. So, wir verbringen diesen wunderschönen Nachmittag hier an den Stables. Wir haben ja noch unsere Stable-ID. Ich habe die ganzen Augen und Holodiscs jetzt mal in den Kofferraum gelegt, da machen sie sich sicher gut. So. Und hier sollten wir eigentlich komplett freien Zugang haben. Und haben wir uns hier hinten schon als Mitforscher ausgegeben? Ich glaube schon. Gut. Und haben wir auch Ramirez Package noch? Ja. Ramirez Box closed, sehr, sehr gut. Hier steht Myron rum und einer von den Leutchens hier müsste Ramirez sein.
Oder war der noch oben? I'm here to see Myron. I have a badge. Okay. Wir wollen auch noch mit Myron reden, aber wir wollen vor allem zuerst diese Aufgabe für die Mordinos erledigen. Wo ist Ramirez? Scientists, one of Mordinos' men. Ramirez, hallo. Big Jesus gave me this package to give to you. He takes care of us, okay. I'm a guard. Ah, wir können mal Ramirez ein bisschen anfucken. Okay, Ramirez ist zu dumm, um diese Beleidigung zu checken. Sehr, sehr gut. So, damit haben wir das Package abgeliefert, aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, reden wir auch gleich noch mit Myron, dem Erfinder des Jets. Und woher kommt Jet? Aus guter alter Brahmin-Scheiße. Marjorie sent me. Ja, Myron ist ein ziemliches Arschloch. Drugs like what? So, wir schmeicheln ihm mal ein bisschen. Okay, how about I suggest a new circle to you? Mordino doesn't know talent when they see it, I do. Das wäre der Pfad, wo wir ihn dazu bringen, mit uns mitzureisen. Brauchen wir aber jetzt im Moment mal nicht. Mit genug Science können wir hier anfangen, mit ihm über die Wirkung von Jet zu reden. Amateurish? Jets. Show me the process. Brahmin shit. Very good. And that's all you're ever gonna learn, pal. You wanna know? You figure it out. You sure do ask a lot of goddamn. Okay, Nervensystem, bla 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 bla. Yeah, maybe. See, where did you learn all this stuff anyway? You from Vault City or something? Yeah, keep mouthing off, smartass. I could oxidize circles around you. I'm a natural, self-taught. None of that. What do you want to know? Ich will in den Teil des Dialogs kommen, wo es darum geht, wie man. My finest little addiction. Is there any cure for it? A cure, sure. You go cold turkey. Of course. What would it take to make a cure for Chet? Oh, for fuck's sake! Can't be done, all right? It's a goddamn drug, not a bacterial infection. Und wiederum mit genug Science können wir ihn zum Überlegen anregen. No dice. Jet ain't blocked that easy. Once it's in your system, it ain't coming out. Christ, that has got to be the dumbest. Well, maybe it would work, but I'm pretty sure Jet would just. You have convinced Myron there might be a cure. Why are we even talking about this? Where would you get your hands on endorphin blockers anyway? Maybe Vault City. Okay, Vault City. Pretty good medical warehouse. Pre-Holocaust Basis. Oh, ist das eine Anspielung auf die EPA? Do I look like a cartographer? You want to scour the desert for him? You go right ahead. You'd have better luck convincing a rad scorpion to part with its tail than get Vault City to. Do I look like a cartographer? You want to scour. What do you want to know? They're my patrons. They're all right, I guess. Pretty much. They give me whores, cash, drugs, my own lab. Okay, das ist wiederum der Zweig, wo wir ihn dazu bringen könnten, mit uns mitzuziehen. Brauchen wir im Moment nicht. Es gibt eine Cure und ich glaube, es reicht schon, dass wir das wissen, um jetzt wieder zurück nach Vault City zu gehen. Aber nein, ich bin mir sicher, es gibt. Ich muss mir das nochmal genauer anschauen. Will jetzt aber den ganzen Dialog mit Myron nicht durchgehen. Vielleicht müssen wir nochmal zurückkommen und weiter mit Myron reden. Ich bilde mir ein, es gibt eine Möglichkeit, dass er das gleich für euch synthetisiert.
und ihr das dann nach Reading bringt, aber kann sein, dass es sich da zuerst euch anschließen muss. Da müssten wir wieder ein bisschen mit unseren Leuten rumschachern. Obwohl, eigentlich. Wir wollen sowieso die Location der EPA. Wieso holen wir uns die nicht eigentlich gleich? Wenn wir schon mal hier sind. Sorry, das war unüberlegt, aber ich bin drauf gekommen. Wir haben eigentlich in diesem Video sonst eh nicht mehr viel zu tun. Vic. Wait until I come back. That's it for now. So. Wiederum, wir nehmen Myron auf. Wir... I use this badge. You, Myron. Und wenn wir ihn dann aus der Gruppe entlassen, will er uns mit seinem Wissen über die EPA dazu überreden, ihn bei sich zu behalten. Maybe we can help each other. I could use a man with your skills. Why don't you ditch this town? Their boy wonder leaving town. Sure would. So, where are we headed? What? You need Myron's resume? I'm the science guy. Know all, see all. Not to mention I can make whatever drugs you need. Okay. With the right raw. Follow me. You have convinced Myron to leave the stables. Okay. Yeah, what? Can't you see him thinking here? Yeah, what's on your mind? Can I make drugs? I'm Myron. What do you need? Okay, also, er kann jederzeit Drugs und Venoms und so weiter für euch machen. Was braucht er für? Jet. Oh. Das kann man ihn nicht fragen. Das ist ja toll. We've been over this. I'm not here to be your memory. Sorry. Ich bilde mir doch so schwer ein, dass du das für mich machen kannst. Aber vielleicht vertue ich mich hier auch, ne? Okay, also er hat auf jeden Fall ein bisschen Jet mit. Ja, ziemlich viele. Hey, Myron, du bist nützlicher, als ich gedacht habe. Das ist alles ziemlich cool, danke sehr. Die Needler-Pistol darfst du dir behalten. Okay. Never mind, Myron. So. Wait here until I come back. Are you kidding? Tell me you're kidding. I'll be back, don't sweat it. Whoa, whoa, hey, you keep me around? I'll do you a favor, huh? I've heard. Like what kind of favor? Bam! Secret building with lots of strange vegetation around it. I can point it out on a map. Okay, you can stay. So, haben wir jetzt? Ich werde ihn jetzt trotzdem mal ditchen und hoffen, dass wir das trotzdem übernommen haben. Excuse me, wait for you. Are you fucking serious? Whoa, whoa, wait. Okay, okay, I'll wait here. Und jetzt wechseln wir mal kurz auf die Weltkarte. What happened to Myron? Er steht noch immer in demselben Raum. Nichts ist hier passiert. Kein Stress. Jetzt wechseln wir kurz auf die Weltkarte und schauen, ob wir die Info jetzt auch schon haben. Dupidupidu. So. Und dann würde ich zurückgehen zu den Mordinos und die Quest abgeben. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wo das EPA auf der Weltkarte liegt. Das heißt, ich kann noch gar nicht einschätzen, was unser Plan ist. EPA. Wir haben es auf jeden Fall auf. Da ist es. Mitten im Nirgendwo. Ziemlich cool, ja, das ist eigentlich eine ziemlich gute Reichweite für uns. Nice. Okay. Badam. Virgin Street. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir uns die Quest aus San Francisco schon geholt haben, die uns auch in Richtung EPA schickt. Das wäre nämlich, auch wenn ich früher behauptet habe, dass Myron die einzige Möglichkeit ist, es gibt durchaus noch eine andere Möglichkeit, das EPA zu bekommen.
So, Little Genius, Jesus Maria. Oh, du bist der Falsche, natürlich, wir brauchen deinen Vater. Und der sollte uns gleich noch einen Schutzgeldauftrag geben. Have you done as I asked? Very well, okay. Ba-da-ba-da-ba-dam. Collect my percentage from the Corsican Brothers. Sounds easy enough. I'm on it. So, da können wir, glaube ich, eine Porno-Audition haben. Ich fürchte aber, dass unsere Stats nicht ausreichen. Wir sind ja nicht sehr charismatisch und Endurance ist auch nicht so toll. Und ich glaube, zumindest für Männer bei einer Porno-Audition hängt es von einer Kombination von Strength und Endurance und Charisma ab. So. Sind das die Corsican Brothers oder ist das nur irgendein Bordell? Ich glaube, das ist nur irgendein Bordell. Ah ja, das ist das Cat's Paw. Whoopsie-daisy, sorry. Falsches Sex-Etablissement. Was ist mit hier? Nein. Er hat uns sicher denn gesagt, auf welcher Straße es ist, aber ich habe es nicht gelesen. Nee. Das sind irgendwelche Penner. Okay, gehen wir mal eine Straße weiter rein. Take advantage of this booty sale. So, die Frage ist natürlich nur, wenn wir diese Porno-Audition machen, auch wenn wir vielleicht nicht die Stats haben, werden wir dann trotzdem den Virgin of the Wastes Trade los. Weil ich meine, wir haben Sex. Ist halt nicht gut genug, um einen Porno draus zu machen, aber muss ja keine Anforderungen stellen. So, ach ja, Corsican Brothers. Sehr gut. I'm here for Big Jesus Mordino's Money. Golden Globe Studio, the studio for all your talent. What can I do for you? You got time to audition me? Some extras over here. Hurry up. Okay. You're handsome and you're flexible enough. It's just that you ain't got the stamina. Okay, verdammt, es liegt in unserer Endurance. I'll try and work on my endurance. I'll be back. So, sind wir jetzt noch Virgin of the Waste? Nein, sind wir nicht mehr. Yay, sehr gut. Gut. Und jetzt die dritte Mission von Big Jesus Mordino fällt dann wie ein schönes Puzzlestück in unsere restliche Arbeit hier. Ich will nur vorher sicher gehen, dass wir find some endorphin blockers. Okay, also scheinbar können wir mit Renesco drüber reden. Aber ich nehme an, wir finden vielleicht welche entweder in der EPA. Im Sierra Army Depot? Wären da irgendwo. Nee, wäre kein Item gewesen, das mir aufgefallen wäre. Here is the money. Half is yours. Okay, I have one last job. It is a man who must die. The corpse got a name. The man Louis Salvatore. I'll do it. Okay. Und es gäbe einen Superbonus, wenn wir es. Wenn wir eine richtige Assassination schaffen. Ich weiß nicht, haben wir dazu irgendwelche. Assassinate Boss Salvatore. Okay, es steht nur Assassinate. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mit Renesco reden, kann der uns einen vergifteten Oxygen-Tank machen,
den wir dann mit Mr. Salvatore's normalem Oxygen-Tank austauschen und dann geht der gute alte Mann drauf. Wenn wir ihn auf die Art und Weise umbringen, gibt das extra XP. Wir werden es aber vermutlich anders machen. Wir werden die letzte Mission für die Salvatores machen. Dann wird auch Mr. Salvatore versuchen, uns zu einem Made Man zu machen. Wir werden ablehnen, woraufhin alle Salvatores auf uns losgehen und dann werden wir Mr. Salvatore und den Rest einfach über den Haufen schießen. Bringt weniger XP von den Mordinos, aber soll sein. So, Renesco, erstens kannst du mir was zu Endorphin-Blockern sagen? Und wenn nicht, kannst du mir was zu Mr. Salvatore's Oxygen Tank sagen. Das ist zum ersten Mal, dass ich diesen ganzen Dialog hier sehe. Okay. Trotzdem. Okay. Where did the jet come from? Is there any cure? When is jet? Ba 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 bam. Okay. Okay, nein, er kann uns nur über Myron und ähnliches erzählen. Ich könnte schwören, wir kriegen von dir ein Gift. Aber andererseits könnte ich auch schwören, dass Myron für uns die Jet-Heilung macht. Also bin ich wohl mit meinem New Reno-Wissen nicht so up to date, wie ich gedacht hätte. Okay, damit bleibt es nur noch eine Sache zu tun. Wir warten hier mal auf Mrs. Wright. Die nicht hier ist. Fast in. Ah, da kommt sie. Okay. Und dann holen wir noch diese Quest. Und dann schauen wir uns nächstes Mal wahrscheinlich die EPA an. Das ist auch für mich eine komplett neue Location. So, what did you find? Let her vent. I will make him keep the promise. Okay, where's the still? I can destroy it for you. Wreck it, leave nothing. There'll be no casualties. Also natürlich, wir sollen keine anderen Wrights, die dort arbeiten, umbringen. Das ist eh klar. Aber wir sollen alles zerstören. Gut, und mit dieser neuen Mission beenden wir mal dieses Video. Ich laufe nur noch kurz zurück zu unserem Auto, damit ich nicht vergesse, wo ich es abgestellt habe. Und dann werden wir vermutlich noch kurz die Distillery in die Luft jagen. Das geht ganz schnell. Also eigentlich nicht mal in die Luft jagen, mehr kaputt reparieren. Und dann sollten wir mal checken. Kill the AHS 9. Okay. Vermutlich bevor wir in die EPA gehen, sollten wir uns eine entsprechende Mission aus San Francisco holen. Ich glaube aber, damit wir die Mission bekommen, brauchen wir Zugriff auf deren Computersystem und ich glaube, das kriegen wir nur, wenn wir AHS 9 von den Hubologists umbringen. Muss ich mir noch ganz genau überlegen, wie und in welcher Reihenfolge wir das machen werden. Aber die Distillery in die Luft jagen ist auf jeden Fall mal die nächste Quest, die wir in Angriff nehmen. Und dann werden wir uns vermutlich mal wieder ein bisschen aus New Reno zurückziehen. Ich würde mir wirklich gerne die EPR anschauen, weil, wie gesagt, die ist halt auch für mich komplett neu. Und ja, wir werden schon was
zu erledigen finden. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.